Seid wieder einmal gegrüßt zurück zu The Curic. Ich habe mal ein paar Jägern mit einem Wolfsproblem geholfen und ja, am Ende ein bisschen trainiert. Wir werden die Magie natürlich nicht vernachlässigen, aber für den Anfang ist es nicht schlecht, wenn man gute Waffenfähigkeiten besitzt. Wenn es keine Gole im Herzen gibt, kann man auch nicht sofort anfangen, alles in Mana zu stecken, damit man kämpfen kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Seht euch Power Mage an. Den Run, den ich in Gothic 1 gemacht habe. Gut, auf jeden Fall werden wir heute ein paar Arena-Kämpfe machen, weil wir können Erfahrung immer gebrauchen und ich finde leider wirklich nicht diesen Rotru. Eigentlich sollten wir Pit helfen, aber ich habe überhaupt keinen Plan, wo Rotru zu finden ist. Was ist das hier? Das hier ist die Arena. Du kannst hier gegen einige wilde Tiere kämpfen. Wenn du deine Stärke erproben willst, ist das hier der richtige Ort. Außerdem hat Berengar verfügt, dass jeder, der erfolgreich die verschiedenen Stufen des Arena-Kampfes durchläuft, belohnt wird. Wie sieht es mit der Belohnung aus? Für deinen ersten gewonnenen Kampf zeige ich dir, wie du etwas stärker wirst. Nach dem dritten erfolgreichen Kampf bekommst du ein neues Schwert von mir. Schaffst du es, 5 Siege davon zu tragen, kannst du in einem 6. Kampf dem gefährlichsten Wesen gegenübertreten. Wenn du es tötest, bringe ich dir bei, wie du richtig schleichst. Du wirst dich leiser bewegen können als eine Ameise. Wisst ihr, mir fällt mal so auf, die Mauern sehen gut aus, aber die Hütten machen irgendwie keinen Sinn. Also, okay. Ich will gegen den Scavenger kämpfen. Okay, gehe in die Arena. Der Wärter hat das Tier bereits eingelassen. Der Kampf kann beginnen. Ach, Lenz nicht so rum, du fettes Schwein. Mann, Lenz doch nicht so rum. Oh, die hat sogar noch einen weiteren Schlag ausgehalten. Ich bin beeindruckt. Man lenzt nicht so rum. Na, dann kommt er endlich mal in Fahrt. Wisst ihr, was ich meine? Ein Wolf, wie witzig. Wehr dich! Parier doch! Au, das tat weh. Ich habe 5-mal gewonnen und will den letzten Kampf. Wenn du es so willst... Ich hoffe, dass ich dich nicht mit gebrochenen Knochen tot am Boden liegen sehe. Aber es ist deine Entscheidung. Geh in die Arena. Ich glaube, der wird eher hier schwer. Sagt sich schwer? Eigentlich nicht. Ich habe auch den letzten Kampf gewonnen. Du hast den Ork besiegt? Wagemutig. Ruhe ist beim Schleichen wichtig. Ruhe und Geduld. Du solltest an nichts denken. Wenn du dir das Ziel beim Schleichen vor Augen hältst, wirst du nur hastig. Du musst immer darauf achten, auf welchem Untergrund du dich gerade bewegst. Geröll, Erdboden. Wenn du es richtig trainierst, wirst du irgendwann über herabgefallene, dünne Äste gehen, ohne sie mit einem lauten Knacken zu zerbrechen. Beherzigst du all dies, wird man dich kaum mehr bemerken. Und das richtige Schuhwerk ist natürlich auch nicht schlecht. Na, was bist du denn für einer? Ist es dein Kumpel da unten? Du siehst betrübt aus. Kann ich dir helfen? Siehst du die Wanze da? Irgendwas ist anders an ihr. Die Stimme hat man doch in Piratenleben gehört. Wo ist das Problem mit der Wanze? Ich sehe nur Ungeziefer. Siehst du nicht, wie sie sich bewegt? Irgendwas ist mit der Wanze. Also ich kann beim besten Willen nichts Besonderes dran sehen. Ich habe einen schlimmen Verdacht. So? Ja, nun sprich schon. Ich habe davon gehört, dass Talia San in der Lage ist, Menschen eine Tiergestalt zu geben. Und Hammond hat Talia San erst kürzlich beleidigt. Eigentlich ist das hier Hammonds Hütte. Aber es ist der 2. Tag, seitdem ich nach ihm suche. Doch Hammond ist verschwunden. Ich glaube, Talia San hat in einem Streit Hammond verwandelt. Und du denkst, das da ist Hammond. Was glaubst du denn, wer ich bin? Ein Huhn?
Mach dich nicht lustig, sonst werde ich dich noch wie ein Huhn aufspießen. Schon gut. Es könnte schon sein, ich glaub dir ja. Ich war in der Hütte von Leofwin. Er behauptet, du hättest deinen Kumpel Hammond in eine Wanze verwandelt. Leofwin ist sich sicher, dass du deine Finger da im Spiel hattest. Erst kürzlich hat er mit angehört, wie du mit Hammond in Streit geraten bist. Der ist immer noch verwandelt? Ich hätte schwören können, dass der Zauber schon längst wieder seine Wirkung verloren hat. Dann warst du es also doch? Ja. Hammond war mir gegenüber sehr respektlos. Sowas dulde ich nicht. Soll er nun ewig sein Leben als Kann ich verstehen. Fristen? Der Fehltritt eines Fußgängers reicht aus und Hammond wird unter seinem Stiefel zerquetscht. Und wenn Berengar von deinen Machenschaften erfährt? Wag es ja nicht. Ich werde mich hüten. Du könntest mich ja auch verwandeln und ich habe keine Lust, mich bald als Wurm durch die Erde zu graben. Aber abgesehen davon, gibt es nicht noch andere, die wissen, was du getan hast? Verflucht, da hast du recht. Du musst mir helfen. Muss? Was habe ich davon? Es soll dein Schaden nicht sein. Ich gebe dir 500 Silber dafür, wenn du mir hilfst. Alles klar. Deal. Wegen dem Angebot. Ja. Wollen wir mal fragen? Ich bin nicht an Silber interessiert. Hast du nichts anderes zu bieten? Naja. Hätte ich noch ein paar magische Tränke zur Auswahl, die deine Leistung verbessern. Was bewirken die Tränke? Deine Stärke oder deine Geschicklichkeit werden erhöht. Ist das was für dich? Okay. Gib mir den Trank. Also gut, du sollst deinen Trank bekommen. Und was soll ich nun tun? Ich muss einen Trank brauen. Dafür brauche ich ein paar seltene Zutaten. Sobald der Trank fertig ist, kippst du ihn einfach über die Schnabelkerfe. Irgendwas von dem Elixier wird schon durch sein Maul sickern. Mir 5 Höllenpilze, Bergmoos, Grabmoos, 2 Steinwurzeln, eine Flammenzunge, die eines Feuerwarans, 2 Stacheln einer Blutfliege und 3 Reisschnaps. Das ist eine Menge Zeug. Und Reisschnaps willst du da auch mit reinschütten? Der ist für mich. Nee, der Reisschnaps ist für mich Medizin für mein angespanntes Seelenleben. Wo soll ich denn das alles herbekommen? Ich sagte ja, ich habe nicht so viel Zeit, deswegen sollst du das ja machen. Und damit du nichts vergisst, werde ich dir eine Zutatenliste mitgeben. Ach ja, deine hätte ich es vergessen. Was denn nun noch? In spätestens einer Woche musst du die Sachen beschafft haben. Wieso nun die Eile? Sonst ist es für Hammond zu spät und er bleibt ewig eine Wanze. Aber jetzt können wir uns um die Wölfe kümmern, die uns das Leben schwer machen wollten am Anfang. Ist doch ein Genuss, oder nicht? Ist sogar ein Bett, falls wir Probleme hätten. Irgendwo hier hängt doch... Ja! Wir haben ihn gefunden! Geil! Hey, was tust du hier? Wache halten! Fremde oder Orks könnten sich hier herumtreiben und dann stehen Probleme an. Schickt Graveyard dich? Nein, ich versuche mich gerade mit Tauschhandel über Wasser zu halten. Vielleicht können wir etwas tauschen? Warum nicht? Lass mal sehen, was du so dabei hast. Du hast nichts Brauchbares. Nein, mich schickt niemand. Aber ich habe gehört, dass du das Schwert von Pitt bei dir trägst. Du sollst es ihm geraubt haben. Hat Pitt das gesagt? Natürlich. Wer sonst setzt solche... was für Sprüche in die Welt? Ich habe erst kurz... Das Schwert anfertigen lassen vor kurzem, jetzt behauptet Pitt. Aber was sagst du dazu, wenn nicht nur Pitt, sondern noch ein anderer darauf schwört, dass du der Dieb bist? Ist das etwa Zufall? Ja, genau, das ist Zufall. Und wenn gleich meine Faust ausrutscht und ich dich niederschlage, ist das auch Zufall. Könnten wir gegen den eigentlich gewinnen? Ich meine, der Typ hat eine dicke Rüstung an und sein Schwert ist lang und stark. Ich fürchte, der wird uns mehr antun, als nur ein paar Schläge zu geben. Aber wenigstens haben wir ihn noch gefunden. Wie geil. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, hier in der Nähe könnte ich nochmal gucken nach ihm. Oh, das ist halt so eine Sache, wo man ins Wasser geworfen wird, ins Kalte. Woher soll ich denn jetzt wissen, was wertvoll ist und was nicht? Ist natürlich klar, in echt wüsste man es auch nicht, aber... Ich frag mich dann auch, in echt müsste er doch einem auch sagen, ja. Ich suche da gerade nach einer bestimmten Sache oder so. Naja, ich fürchte, wir werden uns dumm und dämlich suchen, Leute. Also, macht's gut.